Hallo. Hi. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen. Nein, Spaß. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Liebe Grazüpfer, können nicht laufen. Budububub. Ich höre einen Bären. Gut, jetzt können wir wieder laufen. Ah! Wo? Ach da, es ist ja kein Bär, ein Troll. Hi, Fi! Hey, ich wollte zuerst High Five machen. Bist du? Nein, bleib bei mir, mein Freund. Achso, du bist nur fett. Du bist nur fett, also kannst du wieder gehen. So. Schauen wir mal darüber. Was wir da für ein nettes Örtchen haben. Ein Örtchen. Da ist ein Örtchen, Örtchen, Örtchen. Ein Örtchen. Kennt ihr das? Lasst ein Like und einen Kommentar da, wenn ihr dieses Lied kennt. Schleichen. Ich will gerne eine andere Waffe ausrüsten. Magie, ja. Ich will eine andere Waffe ausrüsten und klicke auf Magie. Wow, bin ich intelligent. Okay, ist der Streitkolben der Seelen. Ja. Macht so ein bisschen weniger Schaden. Okay, sollten wir vielleicht aufladen? Nee, noch nicht. Das passt schon. Todmanns Ruhe. Heute schnauzen! So. Und ich hoffe, dass die Aufnahme funktioniert, weil ich habe ja schon mal aufgenommen, aber dann hatte ich ein Blackscreen. Wow! Ich hatte ein Blackscreen, Blackscreen, Blackscreen. Ein beschädigtes Buch brauchen wir nicht unbedingt. Hallo? Oh! Schleichen verbessert auf 79. Geil. Da ist ein netter Mann. Okay, der geht vor. Lassen wir ihn mal vorgehen. Nehmen wir das mal mit. Und wir hören es schon. Ach du. Hallo. Warte, ich lasse dich wieder schlafen. So. Der ist nett, der gibt uns seine Seele. Das freut mich. So, ist da auch noch wer? Hallo. Hello, Darkness, my old friend. Also nur Bücherbeschädigte. Wer braucht denn schon beschädigte Bücher? Ganz ehrlich, wer braucht das schon? Aber Seelensteine. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Die können wir gut gebrauchen. Boah, jetzt ziehen wir mal an der Schnur. Alter, das war gerade laut auf meinen Ohren. Hallo? Gegners? Gut, ich kann zaubern auch, aber nee, momentan mag ich nicht. Eine Spinne! Noch eine Seele! Und noch eine Seele! Immer schön her damit. Wir nehmen alle Seelen, Seelen, was schon. Alle Seelen, die wir kriegen können. Ob man Pfeil und Bogen auch mit dem ausrüsten kann, Seelenfall? Müsste ich meinen Bogen verzaubern, wenn wir zu einem arkanen Verzauber kommen. Hi! Hallo! Nicht schreien, also wirklich. Gut, oder? Kann ich auch. Könnte ich auch mal wieder. Du sollst kaputt gehen. Geh kaputt. Gehst du kaputt? Jetzt geh schon kaputt, Mann. Dankeschön. Du kommst auch noch dran. Keine Sorge, ich hab dich nicht vergessen. Seelenstein, ein Geldbeutel. Spiel des Fashions. Juhu. Nehmen wir mit, vielleicht können wir das verkaufen noch irgendwo. Ist ja auch nicht so übel. Hat der uns da einfach angegriffen, diese Sau. So, was hast du dabei? Gold. Und Gold. So.
Geh wieder schlafen, mein Freund. Gib keinen Grund aufzustehen. Lass ruhig weiter schlafen. Ah, Gold. Ich war Gold, das er bei sich hatte. Da waren wir schon. Ich muss kurz überlegen. Entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht den Weg sagen? Hallo. Gut, der redet nicht mit uns. Ich habe echt keine Ahnung, wo es weitergeht. Hallo? Where do we go? Begräbnisurne. Mit Gold drin. Dankeschön. Da oben ist auch noch eine. Mit noch mehr Gold drin. Jawollo. Oh, da ist eine Treppe runter. Die habe ich vorher nicht gesehen. Sorry. Wir wissen ja, dass es hier weitergeht. Wen haben wir da Nettes? Hallo, komm runter. Ich sehe dich ja schon. Komm. Ja, komm. Gut, dann müssen wir aufladen. Waffen. Das war der Zwergenbogen. So. Bums. Bums. So. Dann wieder Objekte. Ich kann es auf die Schnelltaste auch legen, aber nee, machen wir es so, dabei. Orkischer Streit kommen. Der Seelen. Wir dürfen uns nicht wählen, wir nehmen deine Seelen. Da la 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 la. Na 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 na. Da ist ein Drauger. Haben wir da hinten? Nix. Okay. Den Drauger könnten wir durchsuchen, aber. Wahrscheinlich keine Gold. Okay, da geht's nicht auf. Können wir den auch. Ich will dich haben! Was hast du? Der hat nichts für uns. Geronimo! Opa, dann hier entlang. Dann gehen wir mal da entlang und dann da um die Kurve. Hui, Kreisverkehr. Yay, Kreisverkehr. Wuhu. Wuhu. Entschuldigung. Gib mir deine Seele. Gib mir deine Seele. Grazocker, der Seelensammler. Ach, da. Gib mir deine Seele. Aua. Im Schwung. Wuhu. Noch wer? Ah, da. Hey. Gib mir deine Seele. Die ist nichts wert. Der muss oben. Aua. Komm. Bogenschießduell! Ups! Hoppala, da ist er gestolpert! Da ist der Junge gestolpert, über dem Pfeil drüber. Ich habe ihn nicht getroffen, er ist einfach nur gestolpert. Ist eigentlich echt schade, dass man die verzauberten Sachen nicht, Moment, machen wir da was Neues. Schreie! Wirbel. Wirbel, Wirbel, wen sprinten wir da? Obwohl, Moment. Noch eine bessere Idee. Schreie. Zeit verlangsamen. Na. Na, na, na. Oh, Chihuahua. So, wo ist der Freund, der da oben war? Der war doch da oben. Ja, egal. Wird nicht so wichtig gewesen sein. Aufmachen. Machen wir mal da die Tür auf. Hallöchen. Und es ist keiner da. Eine Urne. Einmal Gold. Einmal ein starker Zauber drängt der Heilung, ein arkaner Verzauberer.
Haben wir eigentlich noch einen Bogen irgendwo mit? Alter Nordbogen. Okay, den könnten wir verzaubern. Ist das unser einziger Bogen? Gut, alter Nordbogen. Verzaubern. Seelenfalle. Hallo? Gut, warte, wir gehen nochmal kurz raus. Irgendwie hat das gerade ein Spinner. So, nochmal. Auf ein neues, liebe Freunde. Alter Nordbogen. Verzaubern. Seelenfalle. Seelenstein. Gewöhnlicher Seelenstein. Und herstellen. Ja. Wuhu. Jetzt können wir mit unseren alten Nordbogen Seelen verzaubern. Seelen verzaubern, ja. Seelen einfangen. Dann geht's runter. Da ist verschlossen, oder? Die Tür ist mit einer magischen... Jawohl! Waffen. Dann machen wir das mal als F. Favoriten. Favoriten, ah gut. Und einen alten Nordbogen auch als F. So, dann gehen wir auf Q. Den alten Nordbogen legen wir auf die 1. Und den orkischen Streitkolben der Seen auf die 6. So, perfekt. Gehen wir mal jetzt mit der 1 gucken. Warte kurz, ich muss die Waffe wechseln. Ja, machen wir gleich. Machen wir den mal jetzt erst fertig. Markus, ich steh mal auf. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Oh ja, ja, ich trinke kein Bier. Ja, ich trinke auch kein Bier. Komm her. Seele gefangen, gehen wir mal ein bisschen in Deckung. Und verstecken wir uns wieder. Huhu! Huiuiuiuiui! Den Pfeil nehmen wir wieder mit. Dankeschön! Dann machen wir dich auch gleich mal, bevor du uns angreifst. Dankeschön. Danke für deine große Seele. Danke für den neuen Tag. Kleiner Seelenstein. Großer Seelenstein. Woo! Ich habe einen großen Seelenstein. Ich habe einen großen Seelenstein. Was ist das? Ein Eisenzweihänder. Roll des Schutzzirkels. Drauger. Gold. Danke. Das tun jeden. Ach, das ist das Feuer. Huh, ich dachte schon, es ist noch ein Gegner. Dann haben wir das. Da ist eine Tür mit Experte, die lassen wir dabei. Ich habe irgendwie eine böse Vorahnung. Aber vorher erstmal Gold klauen und dann... Hey! Hey! So, da! Wo ist der Nächste? Hey! Oh Gott, hab ich mich erschrocken! Du kannst mich nicht so erschrecken! Alter Schwede! Was willst du? Ein paar aufs Maul! Ein paar aufs Maul, hä? Hä? So leget er sich wieder hin und gebet er mir seine Seele. Heieieiei. Da hab ich mich gerade erschrocken. Ups. Aua, aua. Hab ich nicht gesehen. Au, ah, Scheiße.
So. Gold, makelloser Saphir. Mächtiger Seelenstein und Zaubertrank. Danke. Ach ja, wir sind in eine Stufe gestiegen. Ha. Dann haben wir mal die Ausdauer ein bisschen höher. Talente zu verbessern haben wir 2. Können wir eigentlich Verzauberung irgendwas verbessern? Na, ich wollte das gerade. Da! So. Was? Ja! Das andere Talent lassen wir da, weil wir sind jetzt Seelenpeiniger! So, da war irgendwo. Ach, da drüben ist ja noch einer! Noch eine Seele! Ich glaube, die Folge können wir ohne schlechtes Gewissen Seelensammler nennen. Notpfeil, Gold, danke. Haben wir da noch etwas? Noch irgendjemanden? Nein. Ich bedanke mich für Ihre Seelen, bitte. Bitte beehren Sie uns bald wieder. So. Gehen wir mal da die Treppchen runter. Immer schön die Treppe runter. Und sind unten. Da haben wir nichts. Keine versteckte Kiste oder so. Aber ein Hebel. Hallo. Svagnir. Lesen. König Olaf Svers. O Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig. Eure Legende sind Lügen, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein Jahrhundertschwindel. Und durchgestrichen. Hast eh nichts dagegen, oder? Komm, kommen wir. Hallo. Bitte, ich hab dich gefunden. Ich geh mal rauf wieder. Und muss ich das mitnehmen? Bitte, jetzt habe ich das Buch genommen. Okay. Der will, dass wir das mitnehmen. Schuppa! Ich sagte Schuppa. Da war die Expertentür, die können wir später machen. Wir in Schleichmodus. Mussten wir da entlang? Nope. Eindeutig der falsche Weg, liebe Grashüpfer. Ah, darauf. Na, da aufi. Da könnten wir noch was verzaubern. Machen wir dann später. So. Da, glaube ich, brauchen wir jetzt die rote Klaue. Nicht Klinge. Klaue. Gucken wir mal nach. Sonstiges? Bienendrachenklaue. Wolf, Vogel, Wolf. Wolf haben wir schon. Da brauchen wir einen Vogel. Da brauchen wir den Vogel. Und da unten wieder den Heule-Heule-Wolf. Na komm schon. So, dann aktivieren wir mal das Schlüssellöchlein. Na, 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 na. Hoppa! Gehen wir mal da hoch. Dann da rein. Dann da die Treppe. Und ich ahne Schreckliches. So, einmal. Zweimal. Dezimieren wir die vorher ein bisschen.
Dreimal. Viermal. Das geht ja, läuft ja wie am Schnürchen. Der müsste aufstehen. Und da setzt er sich wieder. Ah, ich dachte, er setzt sich wieder hin. Und dann dieser hier. Setz dich wieder, mein Freund. Pfeile, Gold, warme Pfeile, danke. Ja, es ist Zeit jetzt. Zack. Nicht ausweichen! Zack, Jock! Der nächste. Ach komm, nehmen wir wieder die 6. Stellt euch! Genau, Olaf! Hallo, ich heiße Olaf! Hey! Ich kann nicht schreien! Na! Moment! Ah nein, Moment! Zaubertränke! Gegengift, nein. Ich muss mal kurz ein bisschen fliehen. Hui. Helfen wir mal ein bisschen aus der Ferne. Hallo Olaf! Skavir! Oh Mann! Dann muss ich mal aufpassen, dass ich Skavir nicht treffe. Schleichen wir besser auf 80. Skavir, du stehst im Weg! Töte Olaf! Jawoll! So, Olaf. Tschüss, König Olafs. Schatzkammer! Ich will den Schrei da! Ein neuer Schrei! Wort der Macht gelernt, Raserei, Wirbelwindsprint, Hurra! 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 Ja! Hurra! 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 So. Oh mein Gott. Was haben wir da Schönes drin? Gold, Granatschein, kleine Sehnenschein, Makellos Rubin. Es sieht zwar schön aus, aber brauchen wir nicht unbedingt. Brauchen wir auch nicht. Okay. So, dann haben wir den Olaf auch beehrt. König Olaf, jetzt bist du tot.
Hallo, ich heiße Olaf und ich liebe Umarmungen. Hallo, ich heiße Grazocke und ich liebe Schleichangriffe. So, es hätte sich nicht ausgezahlt, die Waffen zu wechseln. Gold und die Pfeile, dankeschön. Gold und Pfeil, dankeschön. Noch wer? Ist da noch jemand? Tante Dorothea, bist du da? So, ein Geldbeutel. Ah, da ist er. Nee, das ist Onkel Theo. Onkel Theo, du bist müde. So, weiter Seelen sammeln. Gold, Kriegsaxt kannst du dir behalten. Was, wer braucht denn schon eine Kriegsaxt? Also wirklich. Da haben wir nix. Ne, nur ein Einbalsamierungsschatz. Ich dachte, es ist ein Pfeil. Schade, ist doch kein Pfeil. Da lang? Nö, eindeutig nicht. Eindeutig hier entlang. Eindeutig da entlang. Dann da entlang. Dann haben wir da eine Tür. Dann geht's da weiter. Hopp, hopp, weiter. Es geht fleißig weiter. Ich nehme mal an, dass wir da entlang müssen. Nicht mal stark an. Oh, auch nicht. Okay. Liebe Grazhüpfer, ich glaube, wir haben das Zeitlimit schon wieder erreicht. Und aus der Höhle kann ich ja auch alleine raus. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim aus... Also draußen wieder. Wenn wir aus Tutmansruh raus sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Grazhüpfer. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi.